Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal wieder einige coole Tipps und Tricks für iOS 10 und auch für das iPhone 7 und auch für das iPhone 7 Plus geben. Einiges geht natürlich auch für andere iPhones, aber checkt das Ganze auch einfach sonst mal aus. Nummer 1, und zwar kann man jetzt mit iOS 10 bereits vorinstallierte Apple-Apps löschen. Das geht natürlich nicht bei allen Apps, aber ich bringe jetzt einfach mal die Apps hier in diesen Wiggle-Modus, dazu einfach länger auf eine App raufdrücken, so. Und dann sehen wir schon, ich kann jetzt hier zum Beispiel Wetter löschen, Notizen, Erinnerungen und so weiter. Nehme ich jetzt auch mal die Apple Watch App, denn ich habe gar keine Apple Watch, also brauche ich eigentlich auch gar nicht diese App. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, da kann man jetzt zum Beispiel auch die Aktien App löschen, da ich die auch eigentlich so gut wie gar nicht benutze. Wenn man diese Apps allerdings wieder haben möchte, muss man einfach in den App Store gehen und sich die dort erneut runterladen und dann hat man sie wieder installiert auf dem iPhone. Das war's. Nummer 2 ist in den Einstellungen, und zwar kann man damit etwas Datenvolumen sparen, wenn man jetzt viele Videos anschaut. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach mal in den Reiter Videos, muss man gucken, wo ist das Ganze da. Und dann sehen wir hier auch schon die Wiedergabequalität beim WLAN, habe ich hier bestmöglich ausgewählt, warum auch nicht. Im WLAN ist mir das ja egal, wie viel Daten ich verbrauche, und bei mobilen Daten habe ich hier gut ausgewählt. Das heißt, wenn man jetzt bestmöglich auswählt, dann hat man natürlich wesentlich mehr mobile Datenverbrauch, was natürlich dann voraussetzt, dass man ein großes Datenvolumen hat, und das ist auf jeden Fall ganz praktisch, dass man das hier auch einstellen kann. Tipp Nummer 3 ist, wenn man jetzt nicht so viel Speichervolumen auf dem iPhone hat, dann kann man das Ganze hier bei der Musik noch etwas optimieren. Und zwar kann man hier einfach auf Speicher optimieren gehen. Wenn ich das Ganze hier mal aktiviere, dann sehen wir schon, dann kann man hier den Mindestspeicher auswählen, 8, 16, 32 oder 64 GB. Und dann an der rechten Seite sieht man hier auch schon, wie viele Musiktitel das dann ungefähr sind. Finde ich auf jeden Fall ganz praktisch für die Leute, die jetzt sehr viel Musik haben und gar nicht so viel brauchen, dann kann man das Ganze hier ein bisschen optimieren. Bei den neuen iPhones hat man jetzt nicht mehr diesen physikalischen Home-Button, sondern das Ganze wird jetzt über 3D-Touch sozusagen geregelt und man hat so die Erscheinung, als würde man den Button drücken, aber in Wirklichkeit bekommt man halt nur ein Vibrationsfeedback. Das kann man allerdings auch in den Einstellungen einstellen, und zwar wenn man hier unter Allgemein auf Home-Taste geht, dann hat man hier den Klickwiderstand. Hier kann man zwischen drei verschiedenen Widerständen wählen. Ich habe jetzt hier Nummer 3 ausgewählt, da das einfach dem physikalischen Home-Button am nächsten ist, aber man kann es natürlich auch dementsprechend einstellen und kann man das Ganze hier testen. So ist es weniger und so ist das noch weniger, aber ich finde eigentlich Nummer 3 ist am besten, habe ich mich auch dran gewöhnt und deswegen lasse ich das so. Aber ist auf jeden Fall ganz cool, dass man es einstellen kann. Tipp Nummer 5 ist jetzt der Hard Reset und dieser hat sich nämlich auch geändert. Früher war das ja immer, wenn man den Home-Button und den Power-Button zusammen gedrückt hat, dann konnte man das iPhone sozusagen neu starten, und das ist auch ganz praktisch, wenn es das iPhone jetzt irgendwie nicht mehr aufgehängt hat oder einfach gar nichts mehr geht, dann ist so ein Hard Reset eigentlich immer ganz sinnvoll und hilft meistens auch aus. Allerdings, da das Ganze jetzt kein physikalischer Home-Button mehr ist, wurde die Tasten hier beim neuen iPhone geändert. Und zwar muss man jetzt hier den Leiser-Button und den Power-Button drücken und dann startet sozusagen das iPhone neu. Beide muss man gleichzeitig so ein paar Sekunden einfach gedrückt halten. Kommen wir schon gleich zu Tipp Nummer 6, und zwar ist das Ganze bei Safari. Und ihr kennt es sicherlich, man hat jetzt über den Tagverlauf einfach mehrere Tabs offen, die man jetzt irgendwie alle schließen muss. Das sind jetzt hier noch relativ wenige, aber ich habe ja auch nicht immer Lust, alle Tabs einzeln zu schließen, und das geht nämlich jetzt auch deutlich einfacher, denn man muss jetzt hier einfach länger auf das rechte Symbol hier tippen und dann kann man einfach 5 Tabs schließen. Und schon sind alle 5 Tabs geschlossen und das ist deutlich effizienter, finde ich. Kommen wir auch schon gleich zum nächsten Tipp, und zwar ist das Ganze auch nochmal ein Tipp für den Home-Button. Und bei den früheren iPhones war das ja so, dass man einfach die Hand auf den Home-Button sozusagen rauflegen musste oder den Daumen und dann wurde das Ganze entsperrt über das Touch-ID. Allerdings ist das beim iPhone 7 nicht so, denn da muss man erst, um Touch-ID zu aktivieren, sozusagen raufdrücken. Das Ganze kann man aber auch einstellen, und zwar unter Allgemein Bedienungshilfen. Und dann findet man hier unter Home-Taste einfach zum Öffnen Finger auflegen. Und so ist das deutlich einfacher, denn so muss man einfach nur den Finger rauflegen, ohne jetzt die Taste zu drücken, und das iPhone wird entsperrt. Kommen wir auch schon gleich zu Tipp Nummer 8, und das ist die Spotlight-Suche. Die kann nämlich wesentlich mehr als jetzt einfach nur nach irgendwelchen Apps suchen oder nach E-Mails suchen, was auch immer. Denn man kann hier zum Beispiel auch Rechenaufgaben lösen. Also ich nehme jetzt einfach mal 23-56 und dann haben wir hier auch gleich das Ergebnis. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch nach Wikipedia-Einträgen suchen, dann hat man das Ganze hier auch gleich alles in der Spotlight-Suche. Außerdem kann man hier auch Währungen zum Beispiel umrechnen. Wenn ich jetzt einmal 100 Euro eingebe, dann hat man hier auch automatisch gleich die Dollar.
Anzeige ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich, was man hiermit alles machen kann. Kommen wir schon zu Tipp Nummer 9, und zwar ist es Anzeige und Helligkeit. Und hier habe ich dann jetzt die Textgröße eingestellt. Ich persönlich habe immer hier die kleinste Einstellung, denn so hat man am meisten Text sozusagen auf dem iPhone. Und es sieht, wie ich finde, deutlich cooler aus, denn so hat man einfach bei den E-Mails muss man nicht so weit scrollen und so weiter. Oder auch bei Safari sieht es einfach deutlich cooler aus. Kommen wir schon gleich zum letzten Tipp, und zwar ist das iPhone 7 ja wasserfest. Allerdings sollte man, wenn das iPhone jetzt mal richtig nass geworden ist, erstmal das Ganze richtig gründlich trocknen lassen. Denn wenn das iPhone noch nass ist und man schließt es zum Beispiel ans Lightning-Kabel an, dann kann es sein, dass es irgendwelche Schäden davon nimmt. Das Problem hierbei ist, Apple haftet für solche Schäden nämlich nicht. Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn durch sowas irgendwie ein Defekt am iPhone ist. Das war so meine 10 Tipps zu den neuen iPhones und auch zu iOS 10. Schaut doch gerne nochmal mein Video zu iOS 10 mit versteckten Funktionen an. Das findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao.